Viparita-Urdhva Padmasana, auch genannt Viparita-Urdhva Padmasana, ist eine Bezeichnung für den Skorpion im Lotus. Sri Yogeshwaranand Paramahamsa vom Yoga Niketan in Rishikesh bezeichnet den Skorpion im Lotus als Viparita-Urdhva Padmasana. Viparita heißt umgekehrt, Urdhva heißt oben, Padmasana. Urdhva Padmasana wäre der Skorpion, wäre der Lotus im Kopfstand, und Viparita Padmasana ist der Skorpionenlotus. Der Skorpion im Lotus gehört zu den fortgeschritteneren Yoga-Übungen. Skorpion im Lotus ist übrigens leichter, längere Zeit ruhig zu halten als der normale Skorpion. Der Schwerpunkt ist etwas weiter unten, und wer Lotus im Skorpion beherrscht, kann durchaus auch längere Zeit in der Stellung sein. Fabian hat zu Anfang gezeigt, wie man diese Variation mit geradem Rücken macht, und man kann sie auch mit gebeugtem Rücken machen, also mit Rückbeuge verbinden. Sri Yogeshwaranand sagt dort, dass die bestimmte Wirkungen sind. Es ist gut für den Magen und für den Brustkorb und für die Hüften. Verschiedenste Erkrankungen werden geheilt und der Körper wird gesund und stark.